Er war einer der bedeutendsten Schauspieler der Filmgeschichte, sagt sein Sohn Kiefer Sutherland über ihn und dürfte damit nicht ganz falsch liegen. Dabei hat Donald Sutherland Hollywood gar nicht so besonders interessiert. Er arbeitet dort nur, hat er mal gesagt. Aber wie er das getan hat. Über nahezu 70 Jahre hat Donald Sutherland Generationen von Kinofans begeistert, ist auch einem jungen Publikum bekannt als Bösewicht President Snow in der Filmreihe Die Tribute von Panem. Nun ist Donald Sutherland im Alter von 88 Jahren verstorben. Marion Schmickler. No, I'm not above killing children. Seine sonore Stimme lässt die Zuschauer erschaudern, wenn Donald Sutherland den Diktator spielt, wie in der Science-Fiction-Serie Tribute von Panem. Mal angsteinflößend, mal liebenswert, mal lustig. Mit seiner Wandlungsfähigkeit macht sich der kanadische Schauspieler schnell einen Namen in Hollywood. I fall in love. Ich verliebe mich in den Regisseur, ich verliebe mich in die Rolle und ich genieße es in vollen Zügen. Sutherland wächst im kanadischen Nova Scotia auf, begeistert sich früh fürs Theater, steht schon als junger Mann in London auf der Bühne. Mit MASH gelingt ihm der Durchbruch. Sutherland brilliert als respektloser Armeearzt in Robert Altmans Satire über den Vietnamkrieg. Eindringlich sein Auftritt als Vater, der um seine Tochter trauert, in dem Klassiker »Wenn die Gondeln Trauer tragen«. Clued, ein Psychothriller aus dem Jahr 1971. Sutherland begeistert das Publikum als Privatdetektiv an der Seite von Jane Fonda. Hollywood setzt dem Star 2011 ein Denkmal auf dem Walk of Fame. Mehr als 150 Film- und Fernsehproduktionen, aber den Oscar erhält er trotz seiner vielen Erfolge erst 2017. Einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Ich habe Filme gemacht mit Fellini, Bertolucci, Chabrol, Werner Herzog und Rebecca Horn. Ich liebe diese Menschen und diese Liebe ist die größte Auszeichnung, die du jemals erfahren kannst. Auch die jungen Filmfans verehren ihn bis zuletzt. Seine Klassiker sind unvergessen. Donald Sutherland, eine Legende und das, obwohl er sich selbst so gar nicht als Hollywood-Star sah.